Hallo, ich bin Galina und ich möchte Ihnen erklären, wie man im Internet Pet Party spielt. Dieses Spiel findet man schon auf vielen Internetseiten. Zum Beispiel, wenn man bei SchülerVZ angemeldet ist. Das Spiel ist kostenlos, außer wenn man sich Saphire kaufen will. Die braucht man, um Luxusgegenstände zu erwerben oder Karten vom Zauberhaus zu kaufen. So kosten 10 Saphire 99 Cent, 22 1,99 Euro und so weiter. Das Spiel beginnt in einem leeren Haus, das nur ein Fenster und eine Tür hat. Darin befindet sich das Tier Pet. Dieses besitzt 4 Eigenschaften: Gesundheit, Glückspunkte, Sauberkeit und Zufriedenheit. Ziel des Spieles ist es, die Eigenschaften des Tieres auf möglichst hohem Niveau zu halten, damit es ihm gut geht. Dem Tier geht es schlecht, sobald seine Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Um auf Level 10 zu kommen, sollten Sie Erfahrungen mit Ihrem Herzkönig, Ihrer Herzdame sammeln. Sie benötigen 100% Vertrautheit mit Ihrem Partner. Diese können Sie erreichen, indem Sie sich mit dem Partner treffen. 1%. Wählen Sie die Art der Begrüßung aus. Zum Beispiel ein Kuss. Ein Schoko- oder ein Rosenherz geschenkt bringen 3% Vertrautheit zu dem Partner. Sie können bei Pet Party auch Geld verdienen, indem Sie Dinge verkaufen oder bei einem Freund im Garten arbeiten. Außerdem können Sie auch Geld sammeln, wenn Sie sich oft einloggen und Minispiele machen. Sie haben mehrere Möglichkeiten, Ihren Pet für eine Party zu verkleiden. Kaufen Sie doch in einem Laden unterschiedliche Dinge ein und vergrößern Sie bei jedem Level die Anzahl der Zimmer in Ihrem Haus. Es gibt aber Dinge, die Sie nicht kaufen können, zum Beispiel einen Zirkuselefanten. Diese Tiere können Sie meist im Zauberhaus aus der Glückskiste ziehen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Spielen.